Hallo und willkommen zur nächsten Folge. Wieder mit der Juwelkampagne, dem Teil Flucht von der Vipan-Insel. Ja, und wir haben uns in der ersten Mission nach dem Sturm ein bisschen durchgefrickelt durch eine Palisadenburg, um mit wenigen Leuten dann die Flagge auf dem Bergfried zu erreichen. Und in der letzten Mission, gerade rechtzeitig, haben wir dann uns durch einen kleinen Bergpfad gekämpft. Ein Bergengpass, um dann schnell ein paar Verbündete zu erreichen, wo wir uns dann aufbauen mussten und dann den Angriffen der Schlange in Wellen uns entgegenstellen mussten, was wir dann ohne Probleme geschafft haben. Und es wurde irgendwie gesagt, ja vorher, dass es Verbündete im Westen und Osten gibt, auf der Insel, glaube ich. Ja, mal gucken, ob wir mit den anderen noch zu tun haben werden. Gut, ja, dann Mission 3 von 7, Vipan-Zahn. Sieg. Doch zu welchem Preis? Wir verloren viele Männer. Naja. Und nun war der Gefolgsmann der Schlange gewarnt und würde Streitkräfte schicken, uns zu jagen. Wir konnten hier nicht länger verweilen. Ihnen aber auch nicht entgegentreten. Doch es gab noch einen dritten Weg. Die Bewohner der Insel berichteten von einer langen Schlucht, die sich von West nach Ost durch die Berge zieht. Wenn wir sie erreichten, könnten wir unsere Verfolger abhängen. Der Eingang zur Schlucht wurde von einem Fort bewacht, die von den Einheimischen Vipan-Zahn genannt wird. Konnten wir das Fort einnehmen, hätten wir eine Chance. Naja, also mit dem, was wir da in der letzten Mission aufgebaut haben, mit diesem Bollwerk, da hätten wir aber alles Mögliche abhalten können. Das wäre jetzt kein Problem gewesen. Aber gut. Die Story will es so. Und natürlich auch in dieser Teilkampagne hier ist die Story natürlich, naja, nicht so cool. So war das ja auch schon bei Agent der Krone. Gut, Zeit bis zur letzten Schlacht, aber den Bergfried erreichen und alle feindlichen Einheiten beseitigen. Okay, ist die Frage, ob die Zeit am Anfang schon abläuft? Naja, mal gucken. Wenn du die Burg bei einer Belagerung so wenig wie möglich zerstörst, unterstützt dies später deine Verteidigung. Naja, naja. Das habe ich ja manchmal in alten Missionen nicht immer so gemacht, weil ich das vergessen habe dann zwischendurch. Oder nicht wusste. Auch bei Stronghold 2. Naja, verschone bei einer Belagerung so viele verteidigende Truppen wie möglich, denn sie werden sich dir später ergeben. Verwende Gold, um Waffen zu kaufen und Truppen aufzustellen, ehe du die Burg endgültig angreifst. Okay, Pechgräben sind nützlich gegen feindliche Schwertkämpfer. Gut. Ich kann mir das hier jetzt noch gerade noch nicht so richtig vorstellen. Das Vorratslager ist voll, my lord. Die Zeit läuft schon. Oder sehe ich das da gerade falsch? Doch, da ist was Grünes gekommen. Okay. Was haben wir denn? Wieder ein paar Bogenschützen? Eure Befehle? Bin zur Stelle. Okay, also gruppieren kann man sie in der Pause auf jeden Fall. Ihr könnt auf uns zählen. 20 Lanzenträger. Was gibt's? Ein paar Streitkonnkämpfer. Seid gegrüßt. Ein paar wenige Schwertkämpfer. Sturmbock bereit, my lord. Und ein Sturmbock, okay. Haben die hier Pech irgendwie? Nee, sie haben keine Kohlebecken. Ist halt die Frage, ne? Machen wir das Torhaus kaputt? Oder rammen wir nur ein bisschen Mauerstücke ein, weil die leichter wiederherzustellen sind? Wobei so ein kleines Tor kostet auch nur 10. Na, gucken wir mal. Ach so, wir sollen so wenig wie möglich Gegner platt machen, weil die uns dann gehören. Wir müssen einfach nur den Berg mit erreichen, okay.
Okay. Ja, Rücken aus. Sind auf dem Weg. Ist halt die Frage, in Bewegung. Ab wann uns diese Typen da erreichen? Sturmbock bereit, my lord. Wir sind ach, scheiße. Bogenschützen bereit. Okay. Sturmbock bereit, my lord. Ah. Sturmbock wird bewegt. Ey. Mein Bogen ist euer. What? Was haben wir denn bitte für eine Reichweite? Rücken aus. Wohin gehen wir? Mein Herr? Ja gut, ein Streitkolbenkämpfer ist jetzt schon. Eure Befehle? Greift an, Brüder! Oh nee, ne? Gehen sie jetzt mit den Pikenieren auch noch raus? Moment, die Zeit bis zur ersten Schlacht. Doch, doch, da passiert wieder. Ach, ach so, der Balken will immer anfangen, macht aber dann nichts. Sturmbock bereit, kein Problem. Bin zur Stelle. Sind okay. Auf dem Weg. Unerreichbar. Die haben schon mal das Feuer auf sich in gelenkt. Bewegung. Pfeile bereit. Ja. Rücken aus. Bogen gespannt. Bogenschützen bereit. Visiere an. Oh, die sollen einfach die Typen da platten. Na gut. Sind auf dem Weg. Schnell weg. Eure Lordschaft. Nieder mit ihnen. Kein Problem. Mein Bogen ist euer. Das ist ja unglaublich, wie weit in Bewegung. Die Reichweite da. Wir folgen euch, Herr. Gut. Auch so speichern haben wir noch gar nicht. Diesen und speichern. Mein Herr, Rücken aus. Das Tor ist bald kaputt. Wir stehen zu dir. Schwert meine Befehle. Ah. Sind auf dem Weg. Das Vorratslager ist voll. Ja, Herr. Bewegt euch, Hunde. Was wünscht ihr? Und los! Seid gerüst. Sturmbock wird bewegt. Bin zur Stelle. Okay, jetzt einfach. Wir sind bereit. Einer für alle. Okay, wir versuchen, sie nicht platt zu machen. Und los! Einer für alle. Scheiße. Bewegung. Na gut. Bewegt euch. Bewegung. Los. Manchmal hilft nur Muskelkraft. In Bewegung. Das wünscht ihr. Auf ins Getümmel. Bewegt euch, Hunde. Ja, die Bauern sind ja egal. Jetzt müssen wir es halten. Okay. Diesen und speichern. Aber auch ein kleiner interessanter Twist. Allzeit bereit. Ein weiter Weg. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Jetzt haben wir einen Moment zum Verschnaufen. Platziert euren Kornspeicher, Sire. In die Schlucht hinabzusteigen, Sir? Ja, Kornspeicher ist jetzt die Frage, ne? Moment. Hier gibt es so wenig Platz, das wird schwierig, Sir. Wir können gar nichts machen? What? Bogenschützen bereit! Ach so, wir müssen mit dem Markt alles... Nee, wir können... Was? Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Moment. Wir brauchen erstmal... Viel zu viele Leute. Ach, ja, okay. Hier Leute ausbilden. Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire. Womit kann ich euren Wunsch? Ja, bitte. Rücken aus! Gut, wir haben auch einiges an Gold. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Wo sind denn die ganzen Häuser, dass wir so viel Bevölkerung haben? Das eine Haus habe ich jetzt nur gesehen. Okay, war kaputt gemacht. Wir machen mal ein dickes Torhaus. Ein richtig dickes. Insofern ist es nicht so schlimm gewesen, dass das alte jetzt kaputt ist. Mein Bogen ist euer. Gefahr, my lord. Ein gewaltiges Heer der Schlange wird bald hier eintreffen. Okay. Wiesen und Speichern. Warum können wir jetzt die Schwertkämpfer nicht... Es werden Waffen benötigt, Sire. Alles klar. Gerade falsch geguckt.
Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Keine Nahrung kaufen, nix. Ich würde sagen, wir versuchen mal wieder so eine Art Pech-Gateway zu machen. Also, so, dass die wirklich hier lang marschieren. Das ist immer das Schönste. So, dann ein bisschen Pech. Hier vorne auch nochmal. Die Truppen der Schlange greifen an. Oh. Eure Beliebtheit steigt. Schwerter wären gar nicht schlecht, ne? Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt. Seid gegrüßt. Vorwärts, Männer! Und los! Okay. Ach so, das... Ach! Moment mal. Das machen wir auch ganz, ganz, ganz langsam. Ach, das ist schon... Ich dachte, wir müssen hier länger aushalten. Okay, wir haben noch ein bisschen was. Warte mal. Waffen. Scheiße. Marsch! Mein Herr? Einer für alle! Sire! Okay. Wir rücken aus! Allzeit bereit! Ja. Auf den Weg! Belagerungsgeräte bemannt! Wir können vielleicht nochmal irgendeinen Mist verkaufen, den wir nicht brauchen. Leider nicht viel wert. Boah. Vielleicht ein paar Bögen kaufen noch. Oh, na gut. Egal, wir verkaufen jetzt einfach die Steine. Bin zur Stelle, es werden Waffen benötigt sein. Wow. Tunnelbauer sogar. Eure Befehle sind zur Stelle. Okay. Ja, für die Typen mache ich jetzt hier nicht den Pechgraben an. Ach, scheiße. Die kommen natürlich jetzt... Ah, okay. Wenn sie diese Pechmauern zerstören, kommen sie natürlich überall lang. Okay. Daran habe ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber ich hoffe mal, sie gehen da lang. Sie scheinen da lang zu gehen. Aber auch die Tunnelbauer werden davon abgehalten. Das ist sehr gut. Perfekt. Ja, leider gehen die anderen da jetzt nicht lang. Ja, hätte man natürlich auch mitbedenken können, ne, dass sie dann das Feuer versuchen zu gehen. Ja, gut, aber sie sind ja platt. Okay, alles, was sie irgendwie ablenken und aufhalten kann, versuchen wir zu verwenden. Diesen Spiel dauert ja diese Mission auch gar nicht so lang. Ja, ich würde sagen, das läuft. Wir machen ja noch nicht mal unsere Türme oder so kaputt. Greifen wir irgendwo heiß an. Ach, hier müsste gehen woanders lang. Na gut. Besser als nichts.
Ah, sehr lieb. Wir picken ihn jetzt weg. Okay. Und sie greifen die nutzlose Mauer an. Gut, dass wir so ein fettes Tor gekauft haben. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Mit 18 Armen zu schützen. Ja, und sie schicken auch mal wieder nicht alles auf einmal. Oh, sie haben Ritter sogar. Die Schlange hat Ritter, oh Gott. Das sind wohl die paar Arten, die Schlange überhaupt im Reich hat. Wobei das Reich ja vorher den König gehört hat. Naja, immerhin haben sie gecheckt, dass wir wahrscheinlich keinen Platz mehr haben. Hundezwinger? Ah, können wir auch nicht. Bringt aber auch nicht. Sturmbock bereit, my lord! Und da machen wir jetzt einen Ausfall mit dem Sturmbock. Sturmbock bereit, my lord! So, jetzt aufhalten hier. Geil, der hat sogar noch überlebt. Die Burg hat standgehalten. Sturmbock bereit, my lord. Der Sturmbock hat sogar noch überlebt. Wie geil. Diesen und Speicher. Die Missionen in dieser zweiten Kampagne gehen ja echt irgendwie viel schneller. Geil. Wie geil. Na, eine Nachricht der Schlange noch, oder? Moment. Okay. Was ist das denn bitte? Ach, Tunnelbauer. Ich dachte gerade, das ist so eine Einheit, die es noch gar nicht gibt. Eine Botschaft der Schlange. Was wollt ihr noch immer hier? Wollt ihr meine Pläne ruinieren? Jep. Dazu sind wir auch gezwungen. Sieg! Sonst schaffen wir die Kampagne nicht. Ja, nicht schlecht. 11% Truppen verloren. Also, mein Gott, das hätte man wahrscheinlich auf schwer, sehr schwer oder so spielen können. Aber gut, ich nehme als Referenz immer Mittel und man weiß ja auch nicht. Ne? Manchmal kommt auf einmal so eine Mission, die dann sackschwer ist und dann nervt es auf einmal richtig heftig. Da muss man sie wieder neu anfangen und so weiter. Nee. Außerdem, je nach Tagesform ist man manchmal mehr müde, manchmal weniger oder hat Stress oder nicht. Nee. Da ist das mit dem Mittel schon ganz gut. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Dann, ja, werde ich tatsächlich jetzt sofort nochmal die nächste hier machen. Ja, und dann erstmal wieder bis hierher und dann bis zum nächsten Mal. Bis denn.